Hallo, hier ist Nadine von Hängebauchmaus. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich ein Video für euch, was im Rahmen vom Videohop von Team Stempelwiese stattfindet. Und das Thema, was wir heute haben, ist die aktuelle Celebration. Alle, die teilnehmen, die wollen euch heute zeigen, was ihr mit diesen ganzen Prämien, die ihr erwerben könnt, anstellen könnt. Ich hoffe, es sind richtig viele dabei. Ich weiß es jetzt natürlich noch nicht, wenn ich das Video drehe. Und ich hoffe, ihr habt Spaß und könnt jede Menge Inspirationen sammeln. In der Infobox unten findet ihr die ganze Playlist verlinkt mit den ganzen Teilnehmern. Da könnt ihr sozusagen vom einen zum anderen hüpfen. Und ja, die Celebration, die läuft ja jetzt schon. Wir haben Halbzeit schon vorbei. Bis Ende Februar, bis zum 28. Februar geht sie noch. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. Und ich werde jetzt einfach mal auf meinen Basteltisch umschwenken. So, da sind wir jetzt auf meinem Basteltisch. Und hier habe ich nochmal die Broschüre für euch, wo die Celebration-Prämien alle drin sind. Also ihr seht auch, hier vorne steht drauf, bis zum 28. Februar diesen Jahres geht es noch. Und die meisten Sachen, die hier drin sind, sind für einen Bestellwert ab 60 Euro. Da könnt ihr euch dann von diesen tollen Sachen etwas aussuchen. Hier. Und das Papier. Nochmal Papier. Stempelset, die süßen Otter. Hier haben wir eine 120er Prämie. Da habt ihr das Papier und das Stempelset. Und hier habt ihr dieses tolle Sprücheset. Und das hier ist das Gastgeberinnen-Set. Das gibt es in der Celebration immer statt des Gastgeberinnen-Sets, was ihr im Mini-Katalog findet, beziehungsweise im Hauptkatalog. Also während der Celebration bekommt ihr dieses Gastgeber-Set. Und hier hinten habt ihr auch nochmal das Einsteigerangebot. Falls ihr Demonstrator werden möchtet, dann habt ihr ein Starterpaket, was ihr euch zusammenstellen könnt, mit Waren im Wert von 175 Euro. Ihr bekommt zusätzlich ein Geschäftsmaterialienpaket von ca. 30 Euro Wert und ihr müsst keine Versandkosten bezahlen und bezahlt dafür 129 Euro. Und in dieser Celebration dürft ihr euch noch zwei Stempelsets aussuchen aus dem aktuellen Jahreskatalog oder aus dem aktuellen Mini-Katalog. Ausgenommen sind die Gastgebersets. Wenn ihr da Infos haben möchtet, dürft ihr euch gerne bei mir melden. Ihr dürft euch auch bei mir melden, falls ihr noch keine Broschüre habt oder einen Katalog. Dann schreibt mich gerne an. Die Infos findet ihr unten in der Infobox. So, das war das Übliche. Ein bisschen Werbung. Und jetzt zeige ich euch mal. Ich habe natürlich mal wieder keine besonders einfache Idee gehabt. Bei mir muss es immer ein bisschen komplizierter sein. Ich habe hier zwei Karten. Zu diesen Karten werde ich euch auch noch Anleitungen machen. Das eine nennt sich eine Magnet-Slider-Card. Na, wie ihr seht, da geht das Mädchen und auch, Moment, Rock hat sich verhakt. Und auch der Schmetterling. Moment, der Schmetterling muss natürlich auch mit. Die gehen mit. So, ich bin heute etwas ungeschickt. Normalerweise geht das leichter. So, also das ist diese eine Technik, habe ich gewerkelt. Und dann haben wir hier eine Double Slider Card, nennt sich das. Die funktioniert so. Und wie ihr seht, habe ich hier dieses tolle Gastgeberinnen-Set benutzt, Vintage-Blüten aus der Celebration. Und hier das tolle Set mit dem süßen Mädchen und den Schmetterlingen. Und ich habe mir gedacht, ich mache eine Kombination aus beidem. Deswegen lege ich das jetzt mal weg. Und ich bastel mit einem Set, womit ich am Anfang gar nicht anfangen konnte. Das waren die Autos und zwar auf Spritztour heißt dieses Set. Und ja, dann ist mir die Idee für diese Karte gekommen. Und ich habe euch ja gesagt, es ist eine Kombination aus beidem. Und ich hoffe, das funktioniert jetzt auch so, wie es sollte. Das ist sozusagen mein Prototyp.
So reicht überhaupt die Kameraeinstellung. Ich muss ein bisschen höher euch fahren, damit ihr alles seht. Also, das heißt, ich habe hier die Magnet-Slider-Karte mit der Double-Slider-Karte kombiniert. Und das machen wir heute zusammen. So, man kann die auch wieder zurückfahren lassen, nur mit den Autos hier. Es ist dann ein bisschen schwierig, die verhaken sich dann beim Zurückfahren. Das klappt bei dem Mädchen auf der anderen Karte ein bisschen besser. So, also das ist doch mal eine witzige Idee, vielleicht für einen Kindergeburtstag oder für einen Mann. Und da sage ich euch jetzt mal, was wir dafür benötigen. Also, wir brauchen erstmal für die Grundkarte einen Farbkarton. Da nehmt ihr die Farbe eurer Wahl. Ich habe jetzt Kürbisgelb genommen. Und der hat die Maße von einem DIN A4 Blatt. Ich habe das jetzt in der Länge nicht gekürzt. Das hat noch die Länge von einem DIN A4 Blatt und in der Breite, also auf der kurzen Seite, 15 cm. Das benötigen wir. Und dann brauchen wir für die zwei Seiten, die da rausfahren, rechts und links, zweimal weißen Farbkarton. Also in den meisten Anleitungen für die Double-Slider-Karten werdet ihr finden, ihr sollt extra starken nehmen. Ich habe jetzt normalen genommen, keinen extra starken. Und die haben die Maße 14,5 mal 8,5. Für vorne drauf, die Straße sozusagen, habe ich ein Stück schwarzen Cardstock genommen. In den Maßen 14,5 mal 9 cm. Und für die zwei Straßen, die ja hier drauf sind, auf den zwei Einlegern, sage ich jetzt mal, habe ich mir, also ihr könnt jetzt auch diesen Cardstock nehmen von Stamping Up. Das habe ich noch nicht probiert. Ich hatte jetzt ein bisschen schwarzes Tonpapier daheim. Das ist nämlich dünner. Ich habe nämlich Angst, dass bei so vielen Schichten das mit den Magneten vielleicht nicht mehr so gut funktioniert. Das kommt ein bisschen darauf an, wie stark eure Magnete sind. Und diese Streifen, die haben eine Länge von 14,5 und sind 4 cm breit jeweils. So. So, vorbereitet habe ich außerdem schon die Autos, weil wenn ich das jetzt zusammen mit euch koloriere und ausschneide, dauert das viel zu lang. Ich habe tatsächlich von dem Stempelset alle drei Autos genommen. Ich habe sie aufgestempelt mit Memento und habe es mit den Alkoholmarkern koloriert. Da könnt ihr vielleicht auch nur ein Auto nehmen, zum Beispiel, das auf einer Seite lang fährt. Ich habe jetzt sozusagen zugeschlagen und lasse alle drei Autos fahren. Dann brauchen wir eine Kreisstanze. Also ich habe jetzt eine Dreiviertel Inch Stanze. Könnt auch eine größere nehmen. Das ist einfach nur sozusagen eine Behelfsöffnung sozusagen, um das besser rausziehen zu können. Und ich habe jetzt hier diese Stanze, das klassische Etikett. Wenn ihr das nicht habt, dann zeige ich euch, wie ihr das auch mit einem Lineal und Bleistift anzeichnen könnt und ausschneiden mit der Schere. Aber die Stanze macht es natürlich ein bisschen einfacher. So, und dann braucht ihr noch Magneten. Da ist es jetzt eigentlich ziemlich egal, ob ihr selbstklebende habt oder welche, die ihr selber aufkleben müsst. Und ja, sie sollten jetzt also vielleicht nicht unbedingt so groß sein. Ich habe jetzt solche ganz kleinen, ich habe auch größere, aber ich habe jetzt diese kleinen genommen, weil ich die Magnete meistens hinter den Rädern verstecke. Aber die würden natürlich auch größer gehen. So. Und dann habe ich noch ein Utensil, was wir brauchen, ist eine, naja, ich sage jetzt mal eine Plastiktüte. Also das hier ist so ein ganz normaler Gefrierbeutel, der ist auch schon auseinandergeschnippelt. Der hat jetzt vielleicht noch die Hälfte. Und davon brauchen wir einen Streifen, der einmal hier so rumgeht. Also quasi so ein Streifen hier. Und der ist sozusagen der Mechanismus von dieser Karte. Und dann legen wir jetzt mal los. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, was wir brauchen. Die Sprüche, die ich da drin hatte, die hatte ich übrigens
Ich hatte hier nur einen Spruch. Aus dem Otter-Set. Heute wird gefeiert. Weil eine Einladung zum Geburtstag sollte es jetzt eigentlich nicht sein, aber das könntet ihr zum Beispiel auch nehmen. Oder auch jeden anderen Spruch. Oder ihr macht gar keinen Spruch und schreibt das einfach alles händisch voll. So. Jetzt lege ich mal diese kleinen Teile zur Seite. Und dann nehmen wir uns das Falzbrett. Also ich habe jetzt das Falz- und Schneidebrett. Ihr könnt auch ein, also nur ein Falzbrett nehmen. Und hier seitlich ein bisschen mehr Platz. Ich muss mir jetzt den Arm ausfahren. Und wir falzen jetzt. Wir legen an der langen Seite an. Und wir falzen bei 9,3. Dann bei 18,8. Und bei 28,3. So, das heißt, wir haben jetzt hier drei Falzlinien. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut erkennen kann. Hier so. Das hier ist die Klebelasche. So. Dann tun wir das Falzbrett mal weg. Und wir nehmen uns eine Schere. Da können wir nämlich diese Klebelasche hier, die Seiten gleich mal anschrägen, bevor ich das vergesse. Ich neige nämlich dazu, sowas gleich zu vergessen, wenn ich es nicht sofort mache. So. Und als nächstes, gleich da einpacken hier, das Ding ist spitz. Als nächstes mache ich mir mit dieser Kreisstanze jetzt erst einmal diese, naja, die Öffnung halt, nein. Und wir können uns das vielleicht vorher mal falzen, damit ihr seht, wie das zusammengebaut wird. Also wir falzen uns das erstmal einfach alles nach. Das kann man auch nach dem Ausstanzen machen, das kann man vor dem Ausstanzen machen, das spielt keine Rolle, aber damit ihr wisst, wie das zusammengebaut wird. Also, wir haben jetzt hier diese Klebelasche und dieses Teil hier, auf der gegenüberliegenden Seite, das seht ihr, das ist ein bisschen kleiner, dass das hier schön reinpasst. Das klappt man rein und dann wird das hier so zusammengeklebt. So wird die zusammengebaut. So. Und das heißt, wir müssen uns hier in diesem Karton mit der Klebelasche, also ich möchte jetzt gern, dass der Ziehmechanismus rechts ist, ich bin Rechtshänder. Ihr könnt den aber auch nach links bauen. Also wenn ihr das lieber links ziehen möchtet, dann macht ihr die Öffnung hier rein, links. Und wenn ihr Rechtshänder seid und das rechts rausfahren lassen möchtet, dann macht ihr das hier. Und ich nehme mir jetzt einfach ein Lineal und einen Bleistift und messen wir jetzt hier von dieser ersten Seite, das sind 9,3. Nein, das stimmt nicht. Nicht 9,3, das sind 9,4 ungefähr. Also ich nehme mir jetzt ungefähr die Mitte hier 4,7 und mache mir da so eine Markierung. Also das muss nicht 100% genau sein, aber dass ich in etwa in der Mitte dieses Loch mache. Und dann gucke ich, das ist alles Augenmaß jetzt, dass das möglichst mittig ist, der Kreis ungefähr in der Hälfte. Und dann stanze ich mir da hier sozusagen so einen Halbkreis aus. So. Und dann haben wir jetzt hier also dieses Loch und jetzt machen wir uns hier auf der gegenüberliegenden Seite diese mit dem Etikett so Aussparungen rein. Und das dient dazu, dass die Folie dann besser läuft und nicht irgendwie hin und her rutscht, sondern dass die in ihre vorgefertigten Bahnen bleibt. So. Also, ich markiere mir jetzt. Das ist ein total krummer Wert und ich fahre euch auch mal ran. Also 2,25 vom Rand hier. Ich muss jetzt mal, ich hoffe, meine Rübe kommt nicht ins Bild. Das ist nur so ungefähr.
So. Also ihr müsst gar keinen so großen Strich machen. Ich mache es jetzt nur, dass seht ihr es besser. So. So, super. Und jetzt habe ich mal kurz auf Stopp gedrückt und vergessen dann wieder auf Aufnehmen zu drücken. Seht ihr, ich habe es schon ausgestanzt. Aber ich erkläre euch nochmal, was ich gemacht habe. Also für die, von der anderen Seite, für diejenigen, die diese Handstanze nicht haben. Die messen hier auch nochmal 2,25 cm ab. Und dann habt ihr hier zwei Striche. Und dann könnt ihr euch hier dazwischen so eine Aussparung ausschneiden. Und das macht ihr auf der anderen Seite auch. Jetzt habe ich das natürlich hier schon angesetzt. Und ich versuche es euch nochmal zu zeigen, auch wenn es schon ausgestanzt ist. Ihr tut also den Farbkarton an der hier in der Mitte von dem Etikett ansetzen. Also, dass der Farbkarton genau in der Mitte hier in den Spitzen endet. Und so, dass der Strich hier da genau da an der Ecke hier zu sehen ist. Und dann stanzt ihr das aus. Oder ihr schneidet es mit der Hand aus. So, das ist mal wieder, ich bin da doll neben der Spur. So, und jetzt sieht das Ganze so aus. Und das, ihr könnt mir das jetzt noch wegradieren, wenn ihr da die Striche hingemacht habt, wobei man davon auch nichts sehen wird. Es ist ja innen. Jetzt brauchen wir den Streifen von der Tüte. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe hier mehrere Streifen liegen. Also so ein Streifen. Der ist 4,5 Zentimeter breit und passt dann hier sozusagen genau in diese Führung quasi hier rein. So. Und den legen wir uns jetzt hier so rum. Also die Karte ist noch aufgeklappt, so. Und so, den legen wir uns da rum. Dann brauchen wir ein doppelseitiges Klebeband. Und zwar sollte das ziemlich gut kleben. Wobei ich das Gefühl habe, dass auf so einer Folie alles ziemlich gut klebt. Ihr solltet darauf achten, dass da hier kein Kleber übersteht, so wie ich das jetzt gemacht habe. Ich muss es noch ein bisschen kürzen, weil ihr wollt ja nicht die Karte festkleben, sondern nur die Folie. Die Folie soll sich ja bewegen. So, und da gehe ich jetzt noch mal mit dem Falzbein hier drüber. So. Und dann ziehe ich mir mal die Schutzfolie ab. So, jetzt habe ich hier irgendwie noch Kleber an der Hand. Und jetzt lege ich mir sozusagen die Folie hier drauf. Wir kleben uns das jetzt fest. Es sollte nicht zu fest sein, also nicht zu straff und auch nicht zu locker, so dass sich das dann noch so richtig schön bewegen lässt. So, ich habe hier ein bisschen überstehendes Klebeband. Das gibt es ja wohl nicht. Das muss ich mal schnell wegschneiden, weil sonst klebe ich mir da die den Farbkarton an. So. Das klebt immer noch. Das ist heute der Vorführeffekt. Kann man das nochmal aufmachen? Das klebt jetzt so fest. Ich mach's nochmal. Das ist heute ein Video, ey. So, jetzt habe ich mir nochmal einen Streifen vorbereitet. Oh, aber jetzt, also ihr seht, das ist, manchmal scheitert das an solchen Kleinigkeiten. Aber ich will ja, dass der Mechanismus funktioniert. Und deswegen mache ich es halt lieber nochmal. So, jetzt mache ich das Klebeband halt nicht so weit raus. So. Und jetzt ziehe ich mir die Schutzfolie ab. Und jetzt
Also wie gesagt, nicht zu straff, aber auch nicht zu locker. So, jetzt hat es geklappt. Klebeband ist innen drinne. So kann die Folie nicht an dem Farbkarton festkleben, weil da dreht sich ja dann nicht mehr. Also so, jetzt kann das hier rumfahren ohne Probleme. Und jetzt legen wir uns das erste Mal beiseite. Wir müssen uns jetzt erstmal die Front vorbereiten und die Einleger, die wir dann hier einkleben. So. Jetzt nehme ich mir das Stück für die Front, dieses 14,5 mal 9 cm. Und jetzt habe ich mir ja hier auf der Karte in der Mitte habe ich mir sehr bequem gemacht. Ich habe einfach einen weißen Farbkartonstreifen, der hat ungefähr 3 mm Dicke, einfach in die Mitte geklebt. Und den Rest habe ich mit so einem Kreidemarker gemacht. Und ihr könnt natürlich den Streifen in der Mitte auch mit dem Kreidemarker machen. Dann hättet ihr quasi das gleiche Weiß. Ich mache es jetzt nochmal mit dem Farbkarton. Ich bin bequem. Und da schneide ich mir jetzt einfach von dem Rest so einen Streifen in der Länge 14,5 mal 3 mm quasi ab. So, ich habe jetzt hier wirklich so ein Reststück und ich schaue mal, dass ich jetzt hier irgendwie so 3 mm hinlegen kann. So, und das, also ist wirklich nur witzig. Kürze ich mir jetzt noch auf 14,5 so in etwa. So. Also so kann man auch noch kleinste Reste verbrauchen. Und jetzt muss ich den Papierschneider hier wieder wegräumen. Jetzt messe ich mir hier in etwa die Mitte aus. Also wir haben ja jetzt hier eine Breite von 9 cm. Das heißt, in der Mitte haben wir 4,5. Und dann mache ich mir es hier bei 4,4 und bei 4,6 so eine Markierung. Dass ich weiß, dass ich diesen Streifen da, ich glaube, ich sehe das gar nicht so richtig, ungefähr da aufklebe. Das mache ich mit Flüssigkleber. Wirklich nur ganz wenig drauf machen, weil wenn euch das dann rausbatzt. Das wäre vielleicht nicht so gut. Ich hoffe, das gelingt mir jetzt auch. Ich sage das immer so schön, ne? So. Ihr könntet es hier auch einen dünnen Klebestreifen aufbringen, wenn euch das lieber ist. Aber so kann ich noch mal ein bisschen korrigieren und ich klebe mir das jetzt dahin, wo die Markierungen sind. So. Dann dürfte das einigermaßen gerade sein. Der Mittelstreifen. Da ist er. So. Jetzt räume ich mir erstmal den Kleber wieder auf. Und jetzt machen wir uns noch diese Seitenlinien, nee, nicht Seitenlinien, diese Trennlinien von dem Vorstreifen. Da habe ich jetzt einfach. Also ich habe jetzt hier ungefähr 4,4. Also mache ich das bei 2,2. Muss ich mir jetzt hier so eine Markierung hin? So, und auf der anderen Seite auch. Ist nur so ungefähr 2,1 oder 2,2. So, und dann nehme ich mir diesen Kreidemarker und ich lege mir das Lineal jetzt hier so an zwischen diesen beiden Markierungen, die ich da gemacht habe. Und ich mache das jetzt so freie Schnauze. Mache ich so Streifen in gewissen Abständen. So, und genauso hier unten.
So. So, jetzt ist das natürlich noch ziemlich schwach. Das heißt, ich kann das hier noch nachfahren. Also je öfter man mit diesem Kreidemarker drüber geht, umso kräftiger wird es. Und da brauche ich jetzt auch kein Lineal dazu. Die Striche sind ja nicht so lang. So. Und da kann ich mir hier das wunderbar. Nachfahren. Ich weiß gar nicht, ob das auch mit vielleicht einem weißen Gelstift geht, bestimmt auch. Oder vielleicht mit der weißen Tinte, die wir da haben, das Kraftweiß. Da weiß ich nicht, wie deckend das in dem Fall ist. Gut, das ist jetzt mit dem Kreidemarker auch nicht 100%. Aber es tut seinen Zweck. So, sieht doch schon ganz nett aus, ne? Und interessant, dass das auf der Spitze hier richtig so mit einer schwarzen Ablagerung ist, obwohl das Farbkarton ist. Also das kann ich mir jetzt einfach auf einem anderen Blatt Papier so ein bisschen ausstreifen und dann ist das eigentlich wieder weg. So. Und jetzt klebe ich mir das hier drauf. Und zwar drehen wir das jetzt um, dass sozusagen die Außenseite hier ist. Die Klebelasche ist jetzt unten, die geht nach unten weg. Und wir kleben uns das hier drauf, weil ich jetzt hier auch noch diese Aussparung mache. Da lasse ich jetzt hier in der Mitte mal so ein bisschen den Kleber weg. So. Und das klebe ich mir normal wie bei einer Karte auch mittig hier so drauf, dass es möglichst rechts, links, oben, unten den gleichen Abstand hat. So, und dann nehme ich mir nochmal den Kreisstanzer und dann kann ich mir das umdrehen und dann sehe ich ja, was ich hier noch ausstanzen muss. Also ich lege das jetzt einfach nochmal so an. So, jetzt haben wir hier die Griffmulde sozusagen auch noch bei dem Aufleger gemacht. So, als nächstes versehen wir uns mal die Autos hier mit Magneten. Also, ich habe das jetzt immer an den Rädern gemacht. Ich nehme jetzt hier einen Flüssigkleber. Wenn ihr selbst klebende Magnete habt, dann macht ihr da einfach die Schutzfolie ab. Ich bringe hier so kleine Tombow Punkte auf, also wirklich nicht viel. So. Und dann nehme ich mir die Magnete. Ja. Also die muss man wirklich aufpassen, dass man echt nur einen erwischt. Und tu mir die. Also ich weiß ja nicht, warum der sich umdreht. So lang gar nicht. Na, dann dreht sich halt um. Jetzt habe ich natürlich Kleber oben drauf. Wollte ich gar nicht. Jetzt mache ich mir hier die Magnete drauf auf diese Klebepunkte. Das muss nämlich schon mal kurz anziehen, dass das dann hält. So. Also mit Selbstklebenden geht es natürlich schneller. Die pappt man einfach da drauf und gut ist. So, jetzt muss ich bei dem einen noch den Kleber entfernen. Ich hoffe, das geht. Dass das dann nicht festklebt am Farbkarton. Der soll sich ja bewegen. Aber ich glaube, das funktioniert ganz gut so. Also, jetzt lassen wir hier die Magnete mal kurz anziehen. Und
müssen dann nämlich die Autos hier drauf positionieren. Weil wir brauchen ja auf diesen Einlegern auch die Magnete. Da, wo die Autos sein sollen, müssen ja dann auch die Magnete hin. So. So, während das in der Zwischenzeit trocknet, ich habe mir jetzt die kleinste Kreisstanze genommen. Ihr könnt auch mit der Hand einfach irgendwas recht schneiden. Und mache mir jetzt 6 kleine Kreise. Das ist jetzt einfach nur 1, 2, 3, weil ich die Magnete, die auf der anderen Seite sind, jetzt gleich da noch an die Autos dran mache. So. Zack. Habe ich 6, ja. Ich weiß gar nicht, ob das schon fest ist. Relativ fest. Doch. Das heißt, ich mache mir jetzt überall hier so einen Kreis dazwischen. Das könnt ihr machen, müsst ihr nicht. Und der Magnet, der tut sich von alleine dahin bippen, wo er hingehört. Jetzt habe ich 2 erwischt. Ich glaube es ja wohl nicht. Hier war es aber nur einer, ne? Ja. Weil die müssen wir uns nämlich jetzt auf das Gegenstück dann festkleben. Und ich möchte nicht, dass wenn der Kleber rausbatzt, das an einem, an dem anderen Magneten festklebt. Diese Komplikation brauche ich jetzt nicht. Ihr könnt da auch ein größeres Stück Papier nehmen. Und einen Streifen einfach dazwischen legen. Das geht auch. So. Jetzt haben wir alle Magnete, die wir brauchen. Also jetzt haben wir hier den Gegenmagnet. So. Und ich hätte halt gern, dass das eine Auto hier unten sitzt. Auf der unteren Spur. Also wir tun uns das mal hier so ranhalten, ja. So, auf der unteren Spur. Und dieses da soll hier auf der Überholspur sozusagen sein. So. So in etwa hätte ich das gerne. Das heißt, ich nehme mir jetzt das Auto und mache mir auf die Magnete hier auch einen kleinen Klecks. Ich nehme mir jetzt einfach diese Fahrspur zur Hilfe als Orientierung. So. Und klebe mir das jetzt hier so hin, wo das fahren soll. So. So in etwa. Und bei dem Bulli mache ich das Gleiche. So. Der fährt halt hier unten. So. Jetzt legen wir das erste Mal zur Seite. Das muss jetzt trocknen. Und auf der anderen Seite kommt jetzt das andere Auto raus. Da hätte ich gerne, dass das hier auf dieser Überholspur quasi fährt. So. Und da bringe ich mir jetzt auch und jetzt positionieren wir uns das hier. Dass das hier so festklebt. Ich hoffe, das tut es auch. So. Das lassen wir jetzt auch mal trocknen. Einen kleinen Moment. So. Ich habe jetzt ein kleines bisschen Pause gemacht, dass das wirklich antrocknet. Also, das waren ja die ersten, die wir angeklebt haben. Und jetzt schauen wir mal. Na, das ist immer noch nicht fest. Also, der eine war noch nicht ganz fest. So.
Jetzt gucken wir mal nach dem anderen. Ja. Also, jetzt haben wir hier die Magnete. Und jetzt kleben wir uns hier diesen Streifen drüber. Zur Sicherheit, dass das auch wirklich fest bleibt, können wir uns hier auch noch ein bisschen Tesafilm drüber machen, dass die auch wirklich an der Stelle bleiben, wo sie sind. Falls doch mal einer meint, er muss sich irgendwo hin verdünnisieren nach oben. Obwohl das ja eigentlich nicht passieren durfte, wenn wir hier jetzt noch was drüber kleben. Ne? Aber man weiß es ja nicht. So, und dann nehme ich mir diesen Streifen, der 14,5 x 4 cm. Und dann tun wir uns den aufkleben. Soll sozusagen die Fortführung der Straße sein. Und den kleben wir uns jetzt hier unten bündig auf. So. So. Das sieht man, wenn man genau hinguckt, kann man so ein paar Hubbel erkennen, wo die Magnete sind. Obwohl nicht wirklich, ne? So, und damit ich das nicht verwechsel, dann später wippe ich jetzt hier die Autos wieder hin, damit ich weiß, das muss rechts rauskommen. Da müssen wir dann aufpassen, welches wir wo ankleben. Und jetzt gucken wir, ob bei dem hier das auch fest ist. Ich glaube, der hat noch ein paar Probleme. Oh, ich habe jetzt W angeklebt. Jetzt weiß ich schon, warum das nicht ist. Könnt ihr das erkennen? Das hat jetzt weh. Hoffentlich bippt das jetzt noch. Ja, die ziehen sich trotzdem an. Ich habe hier zwei angeklebt. Deswegen wollte das nicht halten. Ich habe mich schon gewundert. So, zack, geht zu den anderen zurück. Also, jetzt haben wir natürlich hier die anderen zwei Magnete. Und hier kleben wir uns jetzt dann auch das Papier. Da kann ich jetzt hier zur Sicherheit natürlich auch noch so einen Klebestreifen. Der ist jetzt natürlich relativ am Rand von diesen 4 cm. Das heißt, ich gucke, dass der Klebestreifen auch nicht viel über diese Magnete drüber geht nach unten. Ich weiß gar nicht, ob ihr das erkennen könnt. Also, dass das hier, dass es einfach nur die Magnete festhält. So, und dann mache ich mir bei dem anderen Streifen, mache ich das genauso. Ich klebe mir den oben drüber. Aber oben halt. Weil das Auto fährt ja oben auf der Gegenfahrbahn. Auch wieder hier einfach ausrichten, dass das genau mit dem Karton hier abschließt. So. Also die Magnete, die sind jetzt. Also die Enden hier, viel Platz ist da nicht. So, passt aber. Und dann klebe ich mir das Auto hier hin, damit ich weiß, welches da rumfährt. So. Und jetzt können wir es einkleben. Jetzt müssen wir nochmal aufpassen. Also, wir bauen das ja, ich muss das mal wegmachen hier, wir bauen das ja so zusammen. Wir klappen das hier nach innen. So, das heißt, die Karte, die hier oben ist, die fährt nach da raus. Das sollen ja unsere Autos hier sein, die da. Die sollen hier rausfahren. Wir haben das jetzt hier eingeklappt, ne? So. Und auf der anderen Seite soll ja das Auto nach da rausfahren. Allerdings müssen wir die Karte umdrehen, die fährt nämlich so raus. So, jetzt achten wir darauf, dass diese Klebelasche sozusagen, dass die hier ist. Und wir bringen uns hier nochmal ein Stück doppelseitiges Klebeband an, auf der Folie. So. Habe ich jetzt wieder meine Schere hingeschmissen? Zack.
Das ist meine Kleberschere. Ich mag immer nur eine Schere mit Kleber in Berührung bringen. So, und dann ziehen wir uns den Streifen ab. So, und diese Karte, also die hier mit dem Auto, die drehen wir uns jetzt so um. Der schwarze Streifen ist hier. Wir können auch das Auto abmachen, das stört jetzt. Und wir richten uns diese Karte so aus, dass die möglichst hier in der Mitte, wir richten uns an diesem Rand aus, dass das bündig ist mit dieser Kante hier. Dass möglichst hier oben und da gleich viel Abstand ist. Und kleben uns die Karte jetzt hier an. Das heißt, wir kleben sie rechts an und müssen sie links bündig ausrichten. So, wenn die dann rausgefahren kommt, dann ist der Streifen oben, so wie wir das wollten. So, jetzt schlagen wir das ein und jetzt bringen wir uns den Klebestreifen links an. Auf der Folie. So. Schutzfolie abziehen. Die müssen wir jetzt nicht wegdrehen, die Karte, weil die kommt ja so rausgefahren. Aber ich nehme mal die Autos weg. Bei der machen wir es andersrum. Wir richten sie an dieser Kante hier aus. Auch gucken wir möglichst, dass oben und unten gleich viel Abstand ist. Dass die mittig gerade hier drin liegt. Und dann kleben wir die hier fest. So. Und jetzt können wir mal versuchen, den Mechanismus zu betätigen. Also wir haben jetzt hier noch keine Lasche. Aber wenn ich jetzt, Moment, ziehe, dann funktioniert das schon. So. Also geht schon. So. Und jetzt müssen wir das hier noch festkleben, diese Lasche. Und zwar kleben wir die ja hier quasi unter diesen Einleger hier an. So. Ich hoffe, man kann das erkennen. So. Wir dürfen nicht die Karte festkleben. Die soll sich ja bewegen. Dann mache ich jetzt, also ihr könnt das mit doppelseitigem Klebeband machen. Ich mache es mit Flüssigkleber. Macht aber nicht zu viel, dass es nicht rausbatzt. Also ich gehe tatsächlich auch gar nicht so sehr an den Rand. Ich mache den Kleber mehr in der Mitte. So. Und dann nehmt ihr die Karte, diesen Einleger, den wir eingeklebt haben, schon ein bisschen hoch. Und klappt das nach unten. Und dann könnt ihr das hier auf dem Farbkarton festkleben. So. Deswegen bitte nicht zu viel Flüssigkleber. Wenn das jetzt rausbatzt, dann tut es euch das Innenleben festkleben. Das wäre blöd. So. Gucken wir nochmal. Mechanismus funktioniert. Jetzt haben wir nur noch ein paar Kleinigkeiten zu verzieren, dann sind wir schon fertig. So, jetzt hatte ich mir hier mit dieser Kreisstanze aus dem gleichen Farbkarton Kürbisgelb einen Kreis ausgestanzt. Den tun wir uns jetzt in der Mitte falten. Also das müsst ihr nicht machen, sieht halt dann ein bisschen hübscher aus als so. So, und dann bringen wir auf die eine Seite ein bisschen Kleber an. Nur ein bisschen. Nicht zu viel. So. Und diese Seite, die passen wir jetzt hier auf die oberste Karte an. Jetzt schaue ich mal, dass ich das ein bisschen rausziehen kann. Ich nehme jetzt mal die andere Seite, wo überhaupt keine
So. So. Und dann kann ich mir das umdrehen und bringe hier auf der anderen Seite auch noch Kleber an. Und klebe das auf der Rückseite auch noch fest. Ja. Bisschen festhalten. So, dann haben wir sozusagen hier einen hübscheren Abschluss. Wenn ich das jetzt hier reinfahre, dann haben wir hier der gleiche Farbkarton. So. Und jetzt können wir das doch mit den Autos schon mal probieren, ob das funktioniert. Also die pippen sich ja hier von alleine dahin, wo sie hin sollen. So, zack. Und jetzt schauen wir mal, ob das schon funktioniert. Und dann verzieren wir nur noch die Einleger. Funktioniert. Einmal frei. So, jetzt nehmen wir mal die Autos noch runter. Und ich fahre das jetzt mal aus. So geht's bisher. So, jetzt nehme ich mir das Lineal und nochmal den Kreidemarker. Und ich mache es mir jetzt ganz einfach. Ich lege es einfach an der Linie, die ich hier hatte, an. So. Und führe hier einfach die Striche weiter. So, das ist hier die Weiterführung vom Asphalt hier oben. So. Und das machen wir auf der anderen Seite auch. Das lege ich einfach hier an. Und dann setze ich hier einfach ein paar Striche. So. Und die kann man auch noch ein bisschen nachfahren, dass es ein bisschen heller wird. Dass das sozusagen ein einheitliches Bild ergibt. Habt ihr hier das, die Straße? So, und jetzt habe ich es so gemacht, hier habe ich nichts gestempelt oder so. Das dachte ich wäre ganz gut, um da noch einen kleinen Text reinzuschreiben. Aber hier habe ich gestempelt, da habe ich diesen Heute wird gefeiert. Den habe ich noch irgendwo auf einem Stempelblock gestippt. Es müsste mir nur einfallen, wo ich ihn hingelegt habe. Nö, ich bin blind, der war ja da drin. So, also. Dann nehme ich mir Tinte. Also ihr könnt da jetzt farbig stempeln, wenn ihr das möchtet. Ich nehme jetzt Schwarz und ich nehme mir das Wasserfein statt dem Memento, weil ich damit besser Schriften stempeln kann, wenn ich keine Stempelhilfe zur Hilfe nehme. So, und jetzt mache ich mir das hier so mittig hin. So, heute wird gefeiert. Okay, ist ein bisschen schief. Und dann nehme ich mir noch dieses Partyhütchen. Und könnt jetzt auch was anderes nehmen als Verzierung. Das ist bei den Ottern mit drin. Und stempel das jetzt hier noch einmal rechts. Und einmal links. So, und das koloriere ich jetzt einfach noch ein bisschen. Das ist ja ein Partyhütchen, das darf also dann ruhig ein bisschen bunt sein. Ich habe mir jetzt einfach irgendwelche Farben genommen, die mir gerade so ins Auge gefallen sind. Das sind jetzt die Stamping Right Marker. Weil die Blends, die würden durchdrucken. Das hier, das druckt nichts durch. Und ich möchte jetzt nicht, dass da hier irgendwas durchblutet. So. Noch ein bisschen lila. Oh, das ist aber ein sehr dunkles Lila.
Okay. So, und jetzt haben wir hier noch Partyhütchen sozusagen. Und dann habe ich ganz zum Schluss noch mir ein Löchlein hier reingemacht. Und zwar, dann nehmt ihr jetzt ein Lochwerkzeug eurer Wahl. Mal gucken. So. Na. Das war ja wieder gekonnt von mir. Zack. So. Und da habe ich mir jetzt, also ich habe mir jetzt ein blaues Schleifenband ausgesucht. Moment. Auch eine Schere. So. Also ich habe so ein ganz normales. Ihr könnt Farbe eurer Wahl nehmen. Ihr müsst es mit dem Band auch gar nicht machen, aber ich finde es noch mal ein bisschen komfortabler. Und dann habe ich hier so eine weiße Kordel. Nehmen wir ein Stück. Zack. So. Da mache ich einfach nur den Knoten rum. Ihr könnt jetzt natürlich auch ein super tolles Schleifchen machen. Ja, ich mache nur einen Knoten. Für Schleifchen ist mir das ein bisschen zu kurz. So, zack. Das schneide ich mir jetzt auch gleich ein bisschen kürzer. Ja. Und dann machen wir uns hier das Schleifenband auch noch ein bisschen kürzer. So. Und jetzt gucken wir noch mal auf die fertige Karte, dass die auch funktioniert. Ein bisschen höher hier. So. Zack. 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 Und jetzt gucken wir uns das fertige Werk noch mal an. So. Passt fast gar nicht ganz die Kamera. Bisschen höher machen. Und jetzt sind wir schon fertig. Das ist also kombiniert die Magnet-Slider-Karte mit der Double-Slider-Karte. Eine Magnet-Double-Slider-Karte sozusagen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Däumchen hoch freuen. Über Kommentare freue ich mich immer. Ihr dürft mir auch gerne ein Abo dalassen. Und vergesst nicht unbedingt, bei den anderen noch vorbeizuschauen, was die für tolle Ideen haben. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!